Jetzt weiter im Heft. Ihr habt einen Artikel über Ungarn mit der Überschrift Rechter Premier, linke Politik. Die Europäische Union macht Druck auf die Regierung Orbán. Hier sprichst du wieder, oder hier spricht Autor Raphael Maria Grünwald, spricht halt eben dann an, okay, es steckt dann wahrscheinlich weniger die Sorge um die armen ungarischen Bürger dahinter, sondern mal wieder Business. Ja, absolut. Also Ungarn ist ein hochinteressanter Fall, auch über das diktatorische Potenzial der Europäischen Union, weil egal, was man jetzt über die Regierung von Viktor Orban sagen kann, eines ist Fakt, diese Regierung hat das Volk hinter sich. Sie hat eine Zweidrittelmehrheit im Parlament. Das heißt, sie hat einen Erdrutschsieg bei den letzten Wahlen erreicht. Und jetzt diese Regierung auszutrocknen, finanziell auszutrocknen, finanziell kaputt zu machen, weil sie bestimmte Finanzoperationen der Wall Street oder der City of London beschränkt, ist wirklich eine Form von Vormundschaftspolitik, von EU-DSSR-Politik. Und da geht es nicht um Menschenrechte, da geht es nur wirklich um Big Business, Ich meine, ja. ist das nicht fast ein, ich meine, ich will es jetzt nicht beschwören, aber eigentlich in der Vergangenheit war das immer so, wenn dann einfach so fast willkürlich Handelsbeschränkungen in einem anderen Land auferlegt werden, dann war das ein Kriegsgrund. Jetzt kann Ungarn nicht einfach sagen, okay, wir erklären jetzt der EU den Krieg, auch wenn das vielleicht in der Zukunft auch mal vielleicht so kommen wird. Man baut ja fleißig an der EU-Armee. Auch das ist eine sehr, sehr gruselige Entwicklung. Jetzt wendet sich dann Russland an wen? Und was bleibt denen noch an Handlungsspielraum? Das Witzige ist ja, dass die ungarische Regierung, die ja erstmal eine Rechtsregierung ist und die auch hervorgegangen ist aus den Protesten gegen die sowjetische Dominanz über Ungarn in der Zeit bis 1989, 90, dass diese Rechtsregierung in Ungarn jetzt die Kontakte nach Moskau sucht, gerade auch in der Erdölfrage. Und das heißt, man sieht, Ungarn ist ein sehr gutes Beispiel dafür, wie die Ideologien und die ideologischen Gegensätze der Vergangenheit passé sind und man sich gegen die Macht des internationalen Finanzkapitals einfach über die ideologischen Grenzen zusammentut, wenn es den beiden nützt. Ja. Und Putin hat natürlich gewisse sowjetische Affinitäten, also könnte man ihn eher in der sowjetisch-linken Tradition sehen. Während Orban in Ungarn kommt aus dem antikommunistischen Widerstand, also ist eher rechts, aber spielt keine Rolle gegen die EU und gegen die Bevormundung der EU, arbeitet man zusammen, gerade in der Energiefrage. Und was jetzt generell den Druck auf Ungarn angeht, ist ja ein sehr gutes Beispiel die Verschuldung der Privathaushalte in Ungarn. Das heißt, in der Vor-Orban-Zeit, als die Sozialisten in Budapest regiert haben, da wurden die Kreditschleusen geöffnet und man hat den Bürgern schmackhaft gemacht, zum Beispiel ihre Altersversorgung in Fonds anzulegen, die über Schweizer Franken laufen. Und zwischenzeitlich, nach Einbruch der Weltwirtschaftskrise 2008, ist die ungarische Währung gegenüber dem Schweizer Franken sehr viel schwächer geworden und die Leute haben plötzlich Probleme, Kredite zu bedienen und abzuzahlen. Und da hat jetzt einfach die ungarische Regierung gesagt, Leute, wir schützen euch, ihr habt uns gewählt, wir schützen euch, wir sind die Regierung des Volkes und wir verfügen jetzt, dass die Kredite, die auf Schweizer Franken laufen, nicht zum aktuellen schlechten Kurs zurückgezahlt werden müssen, sondern zu dem Kurs von damals, als die Kreditverträge abgeschlossen worden sind, der sehr viel besser war für den ungarischen Forint. Und natürlich haben dann die ausländischen Fonds, egal ob in der Schweiz oder anderswo, aufgeschrien, ja, hier wird unser Profit beschnitten. Aber weil dieser Aufschrei in der Wirtschaftskrise nicht sehr populär war, hat man in der Öffentlichkeit, in den westlichen Massenmedien nicht von der Beschneidung der Profitmacherei der internationalen Banken und Fonds in Ungarn gesprochen,
sondern von den Menschenrechten und von der Medienfreiheit in Ungarn. Weil sowas kommt immer gut. Und da gibt es genug Dumme, die darauf reinfallen. Und das ist ja halt die ganze Grundessenz von dem Artikel, dass gesagt wird, Leute, hier geht es nicht die Freiheit oder die Menschenrechte oder die Medien sind in Ungarn bedroht, sondern die Profitmacherei des internationalen Finanzkapitals. Und es geht ja nicht um eine rechte Regierung, die jetzt den Faschismus wieder haben will, sondern das ist eher eine freiheitliche Regierung, die aber im Abwehrkampf gegen diese Finanzgiganten von der Wall Street und von der City of London gezwungen sind, bestimmte Abwehrmaßnahmen zu treffen, die man früher eher auf der Linken gefunden hat. Wie stellst du dir das vor? Wer hat alles noch großartig Einfluss auf den Euro, insbesondere auch in Deutschland? Was ist deine Wunschvorstellung? Wie sollte es eigentlich aussehen mit Währungen und dem Handel? Was denkst du, hier ist für alle Seiten das Geeignetste? Denn die Russen, wenn sie dann merken, okay, wir sind jetzt zu stark abhängig von diesen anderen Blöcken, dann muss man sich dann wieder arrangieren und es geht in diesem Chaos hier weiter, vielleicht noch 10, 20, 30 Jahre. Was denkst du, wie sollte es aussehen und wie wäre das dieses Szenario für dich, wenn man jetzt sagen würde, okay, kein Visum mehr, man könnte hin und her, alles wäre sehr, sehr offen. Wer würde gewinnen, wer würde verlieren? Naja, die Reisefreiheit ist ja nichts Problem, die Visumsfreiheit könnte man auch einführen. Natürlich hat man ein hohes Maß an Kriminalität östlich der Oder, sage ich mal, wo es, das bezieht sich nicht nur auf die Russen, das bezieht sich auch auf Rumänen und Bulgaren und Polen, wo wir heute schon die Probleme haben, in Brandenburg an der Ostgrenze zu Polen und Tschechien, dass durch die Wegfall der Grenzkontrollen ein Haufen Kriminalität zu uns rüberkommt, ja. Also das müsste man natürlich auf jeden Fall in den Griff kriegen. Wahrscheinlich wäre es günstig, die Visumsfreiheit einzuführen, auch für Russen, aber die Grenzkontrollen wieder aufzubauen. Mhm. Das heißt, man lässt die Leute ohne große Formalitäten kommen, aber guckt erstmal an der Grenze, haben sie eigentlich einen Visumstempel drin oder nicht? Weil wenn du alles liberalisierst, dann kommen ja nicht die anständigen Leute hauptsächlich, sondern dann kommt sehr viel Gesindel. Und wir haben in Städten wie Cottbus oder Schwedt haben wir einen Anstieg von Wohnungseinbrüchen, von Laubeneinbrüchen, von Autodiebstählen von 100-150%. Ja? Die Leute melden es gar nicht mehr bei der Polizei, weil da sowieso nichts mehr passiert. Das ist eine grausige Entwicklung. Also das muss man deswegen, die Visumsfrage oder Zollfrage oder Grenzfrage, muss man nochmal gesondert diskutieren. Und da muss man meines Erachtens zur alten Regelung der Grenzkontrollen wieder zurückfinden. Aber generell, was Währungen und Wirtschaftsräume angeht, finde ich eben den Ansatz der Konferenz von Bretton Woods 1944 im Kern richtig, wo man damals gesagt hat, das war ja die Konferenz der künftigen Siegermächte des Zweiten Weltkriegs, wo man gesagt hat, ja, wir wollen einen freien Welthandel, wir wollen das stimulieren, wir wollen Zölle abbauen und Handelshemmnisse abbauen, aber diese Liberalisierung betrifft nicht das Geld und die Finanzen, sondern Geld und Finanzen bleibt in nationaler Hoheit, das heißt bleibt unter Kontrolle der jeweiligen Nationalbank und wenn ein Privatmann ins Ausland geht, um Urlaub zu machen oder was wichtiger ist, wenn eine private Firma im Ausland investieren will, dann muss sie sich die Devisen fürs Ausland, egal ob Tourist oder Geschäftsmann, muss sie sich die Devisen besorgen bei der Zentralbank, sodass die Zentralbank immer da eine Kontrolle hat. Und dass dieses System kaputt gemacht worden ist, ab Ende der 50er Jahre, vor allem durch die Briten, wo Kennedy das noch verhindern wollte, aber dann umgebracht wurde, das ist das entscheidende Problem. Weil sobald du dann anfängst, den Devisenstrom freizugeben und den Privatbanken erlaubst, ohne Kontrolle der Zentralbank in irgendwelchen Offshore-Zentren, sei es City of London oder sei es Luxemburg oder sei es Hongkong,
ihr eigenes Geld zu schöpfen, auch ausländisches Geld zu schöpfen, ohne dass es irgendjemand kontrollieren kann, dann ist natürlich Polen offen. Ja. Und deswegen finde ich, ich bin nicht generell gegen, ich glaube, die Globalisierung war so lange eine gute Sache, wie es den Begriff nicht gab. Für mich ist der Höhepunkt der Globalisierung im positiven Sinne eigentlich gewesen die Mondlandung. Ich gehe mal davon aus, dass sie stattgefunden hat. Die Mondlandung 1968, wo der gesamte Planet, der gesamte Globus, die gesamte Menschheit sich identifiziert hat mit diesen Raumfahrern, die zum ersten Mal einen Fuß auf unseren Trabanten gesetzt haben. Ja, das war ein Wir-Gefühl, das die Grenzen der Nationen überbrückt hat. Aber das waren eben die guten alten Zeiten der Globalisierung, als es den Begriff noch gar nicht gab. Und gute alte Zeiten waren sie, weil es eine Handelsliberalisierung war, aber die Finanzströme weiterhin national reguliert und kontrolliert waren. Und zu diesen Zeiten müssen wir zurück. Und das waren ja auch die Zeiten der europäischen Gemeinschaft vor der Europäischen Union. Also die Zäsur sind ja die Maastrichter Verträge von 1991. Vorher gab es die Europäische Gemeinschaft, danach hieß das Ding Europäische Union. Und damals hatten wir eine prosperierende Entwicklung in allen Mitgliedstaaten durch den Wegfall von Handelshemmnissen. Aber wir hatten eben nicht das gemeinsame Geld, was Staaten und Wirtschaftsräume zusammenbringt, die in der Mentalität, vor allem aber auch in der Produktivität, so unterschiedlich sind, wie eben Deutsche und Griechen sind. Und dass das nicht gut gehen konnte, das war auch klar. Und die Russen reden zwar von dem gemeinsamen Wirtschaftsraum von Brest bis Vladivostok, aber die würden nie eine gemeinsame Währungsunion mitmachen. Und die verstehen darunter vor allem eben besseren Handelsaustausch und gleichberechtigten Zugang auch für ihre Produkte und für ihre Anleger. Was denkst du, unternehmen die Russen und aus welchen Motiven hinsichtlich des Euros? Also die Russen werden den Euro nicht stützen. Die haben da Besseres zu tun, die Chinesen übrigens auch nicht. Deswegen die Hoffnung, die zum Teil gestreut wird, die würden sozusagen den Niedergang, den die Europäer selbst nicht verhindern können, ihrer europäischen Währung mit Fremddevisen bremsen oder sogar aufheben. Die Hoffnung kann man sich in die Haare schmieren. Ja. Was die Russen wollen, ist eine gute Zusammenarbeit mit der wirtschaftlich-technologisch überlegenen deutschen Wirtschaft plus eventuell Skandinavier und so weiter. Weil die Russen haben ein großes Problem, weil ihre Produktionsanlagen sind rückständig und die brauchen die deutsche Technik und würden sich das auch was kosten lassen. Die würden zum Beispiel gerne so einen Deal abschließen, deutsche Investitionen, und dafür gibt es eben Erdöl und Erdgas satt und auch günstig. Sowas würden die jederzeit machen. Und die russische Zusammenarbeit ist auf die europäischen Nationalstaaten bezogen, vor allem auf Deutschland. Während die Russen sehr schlechte Erfahrungen gemacht haben mit der Europäischen Union und mit Brüssel, weil da wird ständig dazwischen gefunkt, ja. Und deswegen, die Russen reden von der Zusammenarbeit oder reden von gemeinsamen Wirtschaftsraum, aber das soll erstmal gutes Wetter machen. Und was vor allem damit darunter verstanden wird, ist eine Zusammenarbeit von Nationalstaaten und von den Wirtschaftsunternehmen von Nationalstaaten. Und man muss auch sagen, dass die deutsche Wirtschaft da eigentlich ganz gut mitspielt. Die ist dominant in Russland, was die Auslandspartner angeht. Und im Unterschied, das ist ein großer Unterschied zu den Amerikanern und Briten. Die Amerikaner und Briten wollen immer aufkaufen. Das heißt, die wollen... Jetzt weiter im Heft. Ihr habt einen Artikel über Ungarn mit der Überschrift Rechter Premier, linke Politik. Die Europäische Union macht Druck auf die Regierung Orban. Hier sprichst du wieder, oder hier spricht Autor Raphael Maria Grünwald, spricht halt eben dann an, okay, es steckt dann wahrscheinlich weniger die Sorge um die armen ungarischen Bürger dahinter, sondern mal wieder Business.
Ja, absolut. Also Ungarn ist ein hochinteressanter Fall, auch über das diktatorische Potenzial der Europäischen Union, weil egal, was man jetzt über die Regierung von Viktor Orban sagen kann, eines ist Fakt, diese Regierung hat das Volk hinter sich. Sie hat eine Zweidrittelmehrheit im Parlament. Das heißt, sie hat einen Erdrutschsieg bei den letzten Wahlen erreicht. Und jetzt diese Regierung auszutrocknen, finanziell auszutrocknen,